Guten Tag, meine Mäuschen. Ich habe heute richtig gute Laune. Ich werde euch das vielleicht in dem Video auch nochmal ein bisschen mehr erzählen, weil ich nehme euch wieder mit, ne? Auch ein bisschen im Alltag. Und ich habe richtig coole Sachen in diesem Video vor. Viele von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber meinen Kanal gibt es schon länger, auch bevor ich Food-Content gemacht habe. Und ich war eine Vlogging-Maus, ne? Also ich habe gevloggt, damit habe ich auch angefangen. Und ich kriege wieder so den Spaß an der Freude am Vloggen. Also ein bisschen euch noch mehr mitnehmen. Auch neben, also das machen wir jetzt auch. Wir haben jetzt auch schon fast Mittag. Na gut, also da kann man auch schon mal Mittag essen. Und zwar gibt es jetzt meine aktuelle Hyperfixation. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr das schon gesehen. Mein aktuelles Go-To-Mittagessen sind hier diese Schnitzel. Vom Rewe sind die, von der Eigenmarke. Dann richtig guten Schlag Kartoffelbü. Ich mag das Wort nicht. Kartoffelbrei. Und fehlen darf da natürlich auch nicht eine gute Erbse. Oh, das ist momentan... Oh, das sieht total aus. Wenn ich noch ganz lustig bin, gibt es noch ein bisschen die Restbutter hier. Oh, der Röstaroma auf dem Kartoffelbrei. Ich esse das mindestens einmal die Woche aktuell. Und letzte Woche hat so richtig schön die Sonne drauf geschienen. Guck mal, da sieht es noch hübscher aus. Und das Geilste ist halt einfach, wenn man dann die Erbsen mit dem Kartoffelbrei so vermischt. Und es ist gleichzeitig die perfekte Stärkung für mich für den Tag. Für mich geht es heute nämlich nach Dresden. Ich war noch nie in Dresden. Und das Ganze hat auch etwas mit den Erbsen zu tun. Leute, ich freue mich da so drauf. Es wird so iconic. Ich packe jetzt meinen Koffer und auf geht's. Ich bin angekommen in Dresden. Ich war noch nie in Dresden und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt. Und zwar bin ich hier mit Frosta. Frosta ist für alle da. Ich habe hier in meinem Hotelzimmer auch schon direkt meine Goodies gefunden. Gummistiefel. Leute, ich bin jetzt Foodfluencer. Ich krieg Gummistiefel. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr morgen, also gleich im Video. Heute ist der Abend dazu da, dass wir uns alle kennenlernen. Es sind noch andere Personen eingeladen außer mir. Und die lerne ich gleich alle kennen. Und ich freue mich richtig auf den Tag morgen, weil das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und ich freue mich da voll, hinter die Kulissen mal zu schauen. Aber wobei, genau, vielleicht gab es ja auch am Anfang des Videos schon einen kleinen Hinweis. Ich habe so ein Schedule bekommen, so einen Plan, was wir alles vorhaben. Wir gehen gleich in ein Restaurant und ich habe das gegoogelt. Das ist einfach ein Michelin. Das ist einfach ein Sternrestaurant. Ich war noch nie in meinem Leben in einem Sternrestaurant. Zum Glück habe ich das vorher noch gelesen. Ich habe jetzt das hier angezogen, weil ich dachte, das sieht doch ganz vornehm aus. Warte, wir machen kurz einen kleinen Outfit-Check. So, das ist doch ein Fit. Kann man so Sternrestaurant? Das Restaurant hat sich extra für den Abend zur Challenge genommen, ein komplettes 4-Gänge-Menü rund um das Thema Erbse zu kreieren. Dieses angebratene Focaccia mit dieser Erbsenpaste, Erbsenaufstrich, der war richtig schön zitronig, hat der geschmeckt, aber auch voll herzhaft. Oh, das war so lecker. Das komplette Menü war richtig toll und unfassbar vielfältig. Also selbst im Dessert war Erbse mit drin. Guten Morgen. Wir haben jetzt 8.44 Uhr und es geht für mich jetzt aufs Erbsenfeld. Wir können heute nämlich hinter die Kulissen von Frosta schauen. Sind auf dem Feld dabei, also da, wo wirklich die Erbsen, die man zu Hause im Supermarkt kauft, hergestellt werden. Und direkt daneben ist auch das Werk. Und ich fühle mich heute wie bei Galileo. Das ist heute so ein bisschen mein Vibe. Ich konnte noch nie hinter die Kulissen in einem Werk und in der Produktion wirklich ein bisschen Mäuschen spielen. Und das machen wir heute, Mäuschen spielen. Das können wir doch am besten. Na, gucken wir mal, wo die Erbsen sind, ne? Leute, wir sind angekommen auf dem Feld und ihr steht einfach auf dem Trecker. Meine Schüchen. Und man sieht hier auf jeden Fall, das sind die ganzen schon geernteten Erbsis. Ich will aber eine richtige finden, eine volle. Guck mal da! Meine erste Frostererbse. Da vorne seht ihr, wie die Erbsen gerade geerntet werden. Und das Feld ist auch schon fast komplett abgeerntet. Nur dieser grüne Streifen da hinten, da sind noch frische Erbsen bereit zum Ernten drauf. Ich dachte immer, die Erbsen werden mit der kompletten Schote geerntet. Aber die Maschine knallt quasi die Schale der Erbse auf und zieht wirklich nur die Erbsen raus. Und direkt neben dem Feld steht ein Trecker mit zwei riesengroßen Anhängern. In jeden dieser Hänger passen 8 Tonnen Erbsen.
Nee. Leute, guckt euch das an! Die ganzen Erbsen kommen hier raus. Es riecht auch so frisch. Es riecht so gut nach Erbse. Macher. Hier ist alles schon geerntet. Und ihr seht da hinten der Mähdrescher. Mähdrescher, ne? Wie er alles aberntet frisch. Ey, aber ich muss schon sagen, ich habe mich gerade gefühlt wie bei Galileo, als sie da oben auf diesem Wagen stand und die ganzen Erbsen rauskamen. Und es hat so schön gerochen. Und sie sind so schön grün. Ich will mal so eine Pflanze, so eine Erbsenpflanze sehen, wie die im Boden aussehen. Darf ich da hin? Es könnte aber auch sein, dass ich umgefahren werde. Warte, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich bin ganz schnell. Guck mal. Hier wachsen sie. Einfach frische Erbsen. Ich habe jetzt hier die frischeste Erbse vom Feld. Und guckt euch mal die kleine Mini-Erbse an. Oh. Weiß er, dass ich komme? Ja? Okay. Hallo. Hallo. Also Leute, dass mir jemand mal erzählen würde, ich würde hier mit Froster auf der Erntemaschine stehen. Ist das lustig? Und es ist so schön. Und hier wird jetzt gerade das letzte Stück Feld geerntet. Und ihr seht hier hinten direkt, wie die frischen Erbsen reinkommen. Ich habe es jetzt nochmal gelernt, es heißt nicht Mähdrescher, nicht Erntemaschine, sondern Erbsendrescher. Hat der junge Mann mir gerade auf dem Erbsendrescher gesteckt. Hier hinter mir seht ihr schon die Erbsen, die angekommen sind. Die werden hier mehrfach gewaschen und mir wurde auch schon gesagt, die Erbse ist eine kleine Diva. Wenn die zu viel Sonne kriegt, zu wenig, zu viel Wasser, ist sehr empfindlich. Deswegen wird in dieser Maschine durch mehrere Schritte die Erbse gewaschen, gereinigt und dann geht's weiter. Nachdem die Erbsen gewaschen und auch gefiltert wurden, also kleine Steinchen oder Überreste vom Feld wurden rausgezogen, dann gehen sie weiter ab ins Werk und dort werden sie erst blanchiert, sie werden nach Größe sortiert und auch schockgefrostet. Also hier ist ein bisschen frisch, du. Nee. Einfach Schneesturm. Das sah auch alles so unfassbar satisfying aus, wie die ganzen Erbsen da, die Bänder lang gelaufen sind. Ich habe gelernt, dass auf dem Feld die Erbsen wirklich nur durch Regenwasser bewässert werden. Und auch hinter das Reinheitsgebot von Froster konnte ich blicken, also dass wirklich 100% auf Zusätze und Geschmacksverstärker, Aromen und Farbstoffe verzichtet wird. Selbst auch auf die Zusätze wird verzichtet, die laut Gesetz nicht mal deklariert werden müssten. Die Froster-Erbsen kommen ausschließlich aus Freilandanbau und nie aus Gewächshäusern. Und sie werden hier direkt im Werk tiefgefroren verpackt und landen dann quasi feldfrisch bei uns zu Hause. Ich bin wieder zurück in Berlin. So, in meinem letzten Video habe ich Rossmann-Produkte getestet und auf so Hühnchengeschnetzeltem war hinten eine Rezeptidee drauf für so eine Champignon-Rahm-Soße. Und das hatte ich ausprobiert und darauf basierend habe ich mir jetzt meine Variante davon gemacht. Und das mache ich mir heute nochmal. Ich finde das richtig lecker. Einfach Pasta, am besten so Linguine. Ich finde, die passen einfach super zu. Die Pasta kochen wir einfach al dente. So, dann kommt die Pasta hier rein. Das sind auch so die Reste aus der Tüte. Da ist noch voll viel so Kleinkram. Boah. Schmeckt ja trotzdem, ne? Hier schön den Speck anbraten. Oh, der duftet so toll. Dazu gebe ich jetzt noch die Zwiebeln. Und die Champignons. Die können auch ruhig so ein bisschen gröber sein. Die werden gleich richtig klein. Da kommt jetzt ein Schuss Pastawasser dazu. Und eine Packung pflanzliche Sahne. Dazu kommt noch Salz und Pfeffer. Hefeflocken, damit wird es ein bisschen käsiger und auch nochmal dicker, die Soße. Und Petersilie darf auch nicht fehlen. Wie toll. Oh. Und einfach die Pasta dazu. Das ist eine richtige Portion Liebe. Das hört sich auch so gut an. Mmh.
Der Speck gibt auch richtig schön so den rauchigen Geschmack an die Soße ab. Ich hau da immer so viel rein, wie ich will. Ne? Das ist nur so ein grobes Grundrezept. Das geht wirklich in 10 Minuten. Also weil die Zwiebeln und die Pilze, ich schneide das so grob einfach irgendwie rein. Lecker! Guten Morgen! Gestern ist bei mir nicht mehr so viel passiert. Ich habe das Video hier ein bisschen geschnitten. Ich nehme euch natürlich weiterhin mit, was ich esse. Es gab auf jeden Fall vorhin schon mal eine kleine Banane. Und ich habe in den Tiefen meiner Vorratsschublade diesen Pancakes-Mix entdeckt. Und den habe ich noch nie zubereitet. Der ist aber vegan. Ich habe auch nochmal gegoogelt. Man muss halt das Ei jetzt ersetzen, aber das mache ich einfach mit dem hier. Habe ich jetzt noch nie, glaube ich, ausprobiert. Wollte ich mal testen. Da mische ich einfach nur einen Teelöffel mit ein bisschen Wasser und dann habe ich ein Ei. Und ich habe auch noch so einen American Syrup hier bei mir entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich mir das mal selber gekauft habe oder ob mir das geschenkt wurde. Das liegt hier auf jeden Fall schon Ewigkeiten. Und ich habe gedacht, ich hau das einfach mal ins Waffeleisen. Steht auf der Verpackung auf jeden Fall, dass es geht. Das stelle ich mir nämlich sehr lecker vor. Gibt so ein bisschen Breakfast Waffles. Wie bei Rufus aus Gossip Girl. Das ist heute so ein bisschen, ne? Das ist so das... Das Gefühl, was ich erzielen möchte. Toll! Boah, die Konsistenz ist echt saucremig davon. Guckt euch an, wie lange man das ziehen kann. Meine American Waffeln sind fertig. Ich habe auch schon Sirup drüber gegeben. Ich will jetzt aber erstmal hier so ohne probieren. Irgendwie schmecken die voll salzig. Also hier sind drin 5 Gramm Salz auf 100 Gramm. Also sie sind auf jeden Fall weicher, als wenn ich sie selber mache. Mmh. Oh, also dieser American Sirup, ne, der ist einfach geil. Mmh. Boah, und auf einmal sind es 30 Grad geworden. Warum? Was, ja. Ich brauchte für mein Rezept, was ich jetzt koche, noch Oregano. Oregano? Und mein Supermarkt hatte das nicht mehr, deswegen bin ich zu Alnatura gefahren. Und die haben ja so geile Sachen, weil ich habe eben so ein bisschen gestöbert. Ne? Das macht einfach Spaß, in Supermärkten einfach so ein bisschen rumzustöbern. Schaut euch dieses schöne Dinkeltoast an. Es glänzt sogar hier oben so ein bisschen. Und ich habe so viele Sachen dort gefunden. Auch einen Flammkuchen. Richtig spannende Aufstriche und Cremes. Und mich hat das voll motiviert, für nächstes Video Alnatura-Sortiment-Test vegan zu machen. Also, dass wir uns das ganze Sortiment dort mal angucken. Also, da waren echt viele Sachen, wo ich so war, das habe ich noch nie probiert. Und ich habe mir jetzt zum Mittag Tortellini in Käsesahnesoße zubereitet. Oh. Das Rezept kommt ursprünglich auch schon wieder von meiner Mama, aber ich habe es abgewandelt. Ich mache das schon eine Zeit lang jetzt und habe euch das komplett auf Instagram als Reel abgefilmt mit Rezept direkt. Und das ist ein komplettes One-Pot-Gericht. Also nur eine Pfanne. Also schaut euch das gerne jetzt auf Insta an. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt hungrig. Und bis zum nächsten Mal.